wäre laut. Ja, aber da muss man. Sag ich mal, okay. Es ist ja schon sensationell genug, dass ein Maurer Steinberger hierher findet von Bologna. Aber noch sensationeller ist es, dass ein Mann, der heute 15 Jahre geworden ist, 15-jährig. Ja. Ja, dann rede ich jetzt langsam. Ja, er hat selber dann gesagt, er möchte gerne mit dieser Fichte arbeiten. Da war hier noch, in der Früh war da noch grün und so. Da haben wir gesagt, ja, das ist sehr günstig, wenn man diese Krone verkleinert, ähnlich wie das bei dem Maurer Steinberger war. Eine kleine Krone richtet den Blick auf den Rest des Baumes und der ist sehr, sehr wichtig. Und mit einer Spitze versehen, wie das nämlich auch tatsächlich im Hochgebirge vorkommt, so wachsen dann diese Äste, die wachsen nicht so wie im Bonsai. Und das hat er da hereingeschwindelt. Dann hat er aus diesen Ästen, das sind ja nur zwei Äste im Prinzip, aber hat er eine Krone gebaut, die relativ dicht aussieht, obwohl sie eigentlich noch nicht haben wird. Start again. In 20 years, we'll be the leading person in Central Europe, I'm sure. Also jetzt vor 15 ist, kommt er dann langsam drauf zu kommen, dass es da auch Menschen gibt. Da habe ich ein bisschen die Angst, dass er dann irgendwo vom Mondsein verschwindet. Dann kommt er aber sicherlich irgendwann wieder. Also ich sage einfach voraus, in mindestens in 20 Jahren wird er der führende Mann weit und breit sein. Und dann kannst du sagen, ja, da wohne ich nur, da haben die noch gelebt und da wohne ich noch in denen, die da lebe ich schon auch raus. Das hat nichts lernen sonst nicht. Nein, er hat lauter so Zeugs da. Das ist sind also die Sachen, die auch nächstes Jahr auf unserer Ausstellung gezeigt werden. Wir haben also eine große Johin und Mami-Ausstellung. Dürfte in Deutschland in diesem Rahmen das größte gewesen sein, was wir bisher erlebt haben.